Ja, auf den ersten Blick unterscheidet den brandneuen Sony KD65 XF9005 relativ wenig von seinen Vorgängern. Es ist für mich so eine Mischung aus der 9000er und der 9300er Serie. Er sieht nämlich aus wie ein 9000er, hat aber den super Chip, den X1 Extreme drin, der unter anderem Dolby Vision unterstützen soll. Auf den Update, da warten wir zwar noch, aber den super Chip, der mit der besten Bewegtbilddarstellung und den besten Dimming-Optionen und der, sagen wir, Nachführung von Objekten, das Ding noch schärfer und kontrastreicher macht. Ganz toll an dem Fernseher ist, er hat Local Dimming. Neben HDR natürlich in Dolby Vision mit Local Dimming hat er den hervorragenden Kontrast. Das Panel unterscheidet sich auf den ersten Blick auch nicht vom letzten Jahr, hat aber einen sehr, sehr guten nativen Kontrast. Insgesamt das Gerät ein 12.000:1 Inbildkontrast, ganz tolle Werte. Die Farben sind auch etwas bunter geworden, der Farbraum größer als letztes Jahr. Also Sony hat eine sehr gute Modellpflege betrieben. Ist natürlich ein LCD. Die OLEDs von Sony sind noch darüber und teurer. Sony sagt, die sind dann natürlich auch besser. Aber für ein LCD ist das im Moment das Beste, was man von Sony kriegen kann. Der Sony KD65 XF9005 hat bei uns mit 86% einen sehr gut erreicht. Damit liegt er sehr gut in der Riege der LCD-Fernseher. Die Preis-Leistung haben wir mit sehr gut bewertet, also weil er alles kann, Android 7, sehr, sehr guter Kontrast, die Farben sind besser geworden, also empfehlenswertes, tolles Gerät.